Trainingslager in Benidorm und die Profis wissen, worauf sie sich konzentrieren müssen. Platz 2 ist schön, aber hart erarbeitet worden. Natürlich brauche ich das einem Schalke-Fan nicht versuchen zu verklickern, dass es wirklich nichts bringt, auf die Tabelle zu gucken, weil wir Schalke einfach so emotional sind und das dann auch gerne genießen. Aber das ist eine Sache, das können die Fans gerne tun, das kann das Umfeld gerne tun, aber wir wissen unsere Rolle gut einzuschätzen, wir wissen unsere Situation gut einzuschätzen und wissen einfach auch, dass wir am absoluten Maximum gespielt haben und uns einfach in vielen Bereichen weiterentwickeln müssen, verbessern müssen, weiter als Mannschaft zusammenwachsen können und dann kann das eine gute Rückrunde werden. Aber wenn man ehrlich ist, ist auch gerade erst Halbzeit. Und ich glaube, wir sind die Mannschaft, die in der Hinrunde gezeigt hat, was alles passieren kann in einer Halbzeit, sowohl im positiven wie natürlich aber auch im negativen Sinne. Und deswegen bringt es jetzt nichts, schon 17 Spieltage weiter vorauszudenken, sondern wirklich Step by Step zu gehen, von Minute zu Minute, einfach zu gucken, wo wir was rausholen können, wie wir gegen den nächstkommenden Gegner bestmöglich bestehen können. Die Analysen und den Drang, sich stetig zu verbessern, das hat Ihnen das Trainerteam eingeimpft. Erfahrt mehr darüber bei S04 TV.